Warum funktionieren Dinge auf dem Hundeplatz eigentlich immer viel besser als im echten Leben? Ich möchte dir da heute mal so ein bisschen Einsicht geben, warum das eigentlich so ist und warum es so wichtig ist, dass du die Dinge, die du in der Hundeschule auf dem Hundeplatz lernst, unbedingt in deinen Alltag integrieren und in deinem Alltag umsetzen musst. Wenn du mit deinem Hund in der Hundeschule bist und zum Beispiel Dinge üben willst, wie an der Leine laufen und zwar entspannt und locker, oder du möchtest deinem Hund beibringen, dass man nicht komplett eskalieren muss, wenn man irgendwo einen Artgenossen sieht oder den Rückruf oder was auch immer, dann ist es leider immer noch häufig so, dass es einen Hundeplatz gibt, an dem man sich trifft und dort baut man das Ganze auf. Also man baut quasi so diese Grundlagen auf mit dem Hund und übt das dann. Und das funktioniert, natürlich irgendwann funktioniert das, aber das Problem fängt dann an, wenn ich nicht anfange, meinem Hund beizubringen, dass das, was hier auf diesem Platz gilt, eben auch an anderen Orten gilt. Das heißt, wir brauchen jetzt unterschiedliche Reize. Dir wird es ja wahrscheinlich aufgefallen sein, dass auf einem Hundeplatz weniger so Situationen aufkommen wie Fahrradfahrer, die da urplötzlich vorbeifahren, freilaufende Hunde, die zu dir hergerannt kommen, oder Menschen mit Kinderwagen, überhaupt Menschen, ja, so wie in der Stadt zum Beispiel. Das bedeutet, diese ganzen Reize, die existieren da nicht. Deshalb sind auch manche Hundehalter total enttäuscht, wenn sie mit ihrem Hund auf dem Hundeplatz wirklich 1A erste Sahne da auftreten. Der Hund, der ist total cool, alle bewundern den, alle sind total neidisch auf das Ergebnis, was du da mit deinem Hund erreicht hast. Aber sobald man von diesem Gelände runtergeht, ist damit vorbei. Da kann aber der Hund nichts dafür. Da fehlen einfach viele Sequenzen, wie unter anderem auch die Reize. Also er muss ja lernen, dass das, was hier auf diesem Hundeplatz gilt, eben auch gilt, wenn im Wald ein Fahrradfahrer kommt, überhaupt im Wald. Ja? Das sind ganz andere Gerüche, ganz andere Geräusche, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt. Aber in der Stadt muss es ja auch gelten. Ne? Das heißt, also da musst du wirklich schauen, wo sind denn die Situationen, in denen wir uns befinden oder befinden werden, in denen ich dieses Verhalten von meinem Hund auch sehen möchte. Und dann ist dein Hund natürlich nicht doof, denn er weiß schon auch, dass das, was du da machst, eine Übungssituation ist. Ja? Also er wird dich auf dem Hundeplatz, weil der Hund dich den ganzen Tag sowieso beobachtet, er wird dich auf dem Hundeplatz durchschaut haben. Das heißt, er geht beispielsweise mit dir gemeinsam durch das Hundeschultor durch und weiß genau, so, jetzt ist mein Mensch konsequent. Jetzt fordert er etwas von mir und jetzt muss ich auch abliefern und wir müssen hier gemeinsam performen. Aber er weiß halt auch genau, dass diese ganzen Begegnungssituationen zum Beispiel oder auch die Rückrufe, die du machst, dass das Übungssituationen sind. Das ist schon richtig, also nicht falsch verstehen, man muss am Anfang beginnen und das ist auf einem Hundeplatz einfach super möglich. Das heißt, ich kann hier kontrolliert lernen, wie baue ich den Rückruf auf. Ich kann hier kontrollierten Hundekontakt lernen, ja, wie läuft das richtig ab. Aber ich darf trotzdem nicht vergessen, dass ich das Ganze auch in der echten Welt umsetzen und lernen muss. Denn sonst weiß mein Hund, okay, hier wird geübt, hier zeige ich, hier liefere ich ab, aber da draußen treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Und was vielen gar nicht so bewusst ist, dass natürlich auch das eigene Mindset einen ganz großen Einfluss hat. Das heißt, wenn du in einer Übungssituation bist, wie auf dem Hundeplatz, dann hast du natürlich Mut. Ja? Du weißt, okay, hier ist ein Trainer, die anderen Teilnehmer, wenn das ein Gruppenkurs ist, das sind alles Leute, die auch wissen, wie man sich jetzt verhalten soll. Das ist einfach nicht zu vergleichen wie mit der Situation, wie wenn du draußen unterwegs bist. Ja, du läufst vielleicht im Wald spazieren, hast einen Hund, der eine Hundebegegnung auslöst und weißt einfach nicht mehr so richtig, oh Gott, was tue ich denn als nächstes, weil es einfach keine gestellten Situationen sind. Das heißt, in einer Hundeschule musst du auch lernen, wie du selber solchen Situationen gegenüberstehst, sodass du handlungsfähig bleibst und nicht dastehst und plötzlich die Kontrolle über dich, über die gesamte Situation, über deinen Hund verlierst und dann einfach nicht mehr weiter weißt und dann natürlich in so einer, ja, in so einem Kreislauf drinne steckst, in dem dein Hund dann übernimmt zwangsläufig und eben sagt, nö, den anderen pöbel ich jetzt mal an, weil mein Mensch ist gerade so aufgeregt und durcheinander, der kann nicht mehr reagieren und es scheint ja mit dem anderen da zu tun zu haben und deshalb zeige ich jetzt mal, dass ich hier auf uns aufpasse. Und das ist ja definitiv nicht die Situation, die du haben möchtest. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Jagen, den Rückruf, egal welche Situation.
Das heißt, hier brauche ich auch die Vorbereitung auf mich und ich muss auch ein anderes Mindset zu der Situation bekommen, sodass ich einfach handlungsfähig bleibe. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und wenn du jetzt sagst, eigentlich ist das eine ziemlich geile Aufgabe, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Hunde besser zu verstehen, mit ihnen klarzukommen und wieder Entspanntheit in den Alltag zu bekommen, dann melde dich gern bei uns, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und wer weiß, vielleicht ist Hundetrainer tatsächlich der richtige Beruf für dich.